Grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Alkenshop Watches hier auf geeknews.de. Ich zeige euch heute den Skin für die Himmelsschuppe verheißungsvoller Bixi. Und ich habe auch schon aufgesessen. Ihr seht, dass wir wieder mal einen kantanischen Drachen haben. Und diesmal in einer sehr imposanten Form. Mal gucken, ob er für gleich uns auch gleich noch die Flügel aufspannt. Da seht ihr es. In seiner vollen Pracht. Ein wirklich wunderschöner Skin. Ich werde ihn jetzt auch euch im Flug zeigen. So sieht das aus, wenn wir mit ihm gleiten. Wie gesagt, sehr beeindruckend. Eine Kombination aus Löwe, Tiger, Löwe und Adler. Das hatte ich gerade gesucht. So, dann gucken wir uns auch direkt mal die Farben an. Denn, wie immer, haben wir natürlich auch diesmal vier Farbkanäle. Ich mache erstmal alles in einem wunderschönen Grau. Und schon legen wir los. Wie wir jetzt schon sehen, die goldenen Ornamente an den Hörnern, auch hier unten die Verzierungen, das Geschirr, den Sattel, der Sattel auch hier mit dem Rot drin, sowie die Arm- und Beinschienen können wir nicht einfärben. Good to know. Gehen wir die Farbkanäle durch. Wir fangen an mit dem Farbkanal oben links in unserem wunderschönen schwarz-lila. Und hier sehen wir, dass wir als erstes mal eine Nebenfarbe des Kopfes ausgerüstet haben, beziehungsweise eingefärbt haben. Dann die Federspitzen. Die Federn an sich noch nicht, das ist hier eine Täuschung, eine optische. Sondern wir haben wirklich nur die Federspitzen. Und auch hier an der Brust die Verzierungen, die sich durchs Fell ziehen. Die sind ebenfalls eingefärbt worden. Gut, der Farbkanal oben rechts. Wir machen ihn wieder in unserem wunderschönen Messing. Und das hebt sich jetzt zwar nicht vom Gold ab, aber wir sehen schon, hier die Schnauze wird eingefärbt. Dann die ganzen Federn, hier direkt diese Kurzfedern vorne vor. Wie auch die Federn hier im Nacken. Also alles, was federnmäßig mit dem Rücken verbunden ist. Aber auch das Fell an unseren Vorder- und Hinterläufen sowie die Hauptfarbe unseres Schwanzes haben sich verändert. Also oben rechts gibt die Grundfarbe des Skins an, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wenn ihr hier genau aufpasst, dann sehen wir auch, dass wir ein paar Tupfer haben, die in den Federn schon eingefärbt sind. Gehen wir weiter mit dem Farbkanal unten links in unserem altbekannten Weiß. Und da sehen wir, dass das die Übergangsfarbe in den Federn ist und auch hier an den Pfoten. Dort setzen wir unseren Weißton an. Hier hinten, die Federn immer noch im Schwarzton. Und jetzt kommen wir mit unserem Kerneis. Und das setzt nämlich jetzt, deswegen habe ich es gerade betont mit den Federn dort hinten, denn das setzt jetzt hier für unsere Mähne den Ton. Ihr seht, es ist die dritte Farbe im Gesicht und setzt dort die Haare, die im Gesicht vorhanden sind, an. Mit unserer Mähne, die sich dann den gesamten Schwanz hinunterzieht. Und auch hier das Ende des Schwanzes dann verziert, weil hier auch die Haare enden und nicht die Haare der Federn. Ich wende das Ganze mal an, dann können wir es besser sehen. So, da haben wir es auch schon schön. Hier können wir es sehr gut sehen. Messing, die kleinen Federn vorne vor. Dann geht es weiß in schwarz über und dort endet es. Und blau setzt hier quasi unsere Mähne. Jetzt will ich nur mal ganz kurz gucken. So, wir gehen noch ein bisschen höher. Sehr schön. Also wir ziehen nichts hinter uns her. Die Animationen sind recht gleich. Wobei ich sie ein bisschen ästhetischer finde als beim normalen Greifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da haben sie etwas in der Fluganimation geändert. Für meine Begriffe. Und natürlich auch, was sie sehr schön gemacht haben, wenn wir jetzt wieder einen kurzen Augenblick warten.
Ja, okay. Das mit dem Fisch haben wir immer. Welcher Greif kommt schon der Fisch aus? Aber diese Pose, wenn dann halt die Flügel ausgestreckt werden, das finde ich besonders imposant. Jetzt hat er es am Anfang des Videos so schön direkt auf Kommando gemacht. Jetzt will er irgendwie nicht. Also es sind die normalen Animationen, aber manchmal macht er halt auch diese wunderschöne, wo er die Flügel ausstreckt. Und das finde ich bei diesem Skin hier sehr, sehr gut gelungen. Da haben wir sie. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck vermitteln. Und bis zum nächsten Mal.